Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine weitere Episode Fallout 76. Der Plan für heute. Eigentlich, ich hatte ja in der letzten... Ups, da ist irgendjemand erschossen worden. In der letzten Folge gesagt, dass ich eventuell die Geschichte um den Vault Dingenskirchen... Oh, hallo. Unternehme, aber ich werde... Gucken, dass ich heute Beckett loswerde und durch den Commander ersetze. Weil die Commander-Quest ist ja auch noch offen. Das heißt, jetzt kommt der Witz an, was ich nicht verstehe. Ich muss ja mindestens zwei werden verwendet. Okay. Verstehe ich jetzt nicht. Ich muss ihn ja wegschmeißen, damit ich... Kann ich ihn bewegen? Nö. Der will verhindern, dass ich ihn... Komm mal her, interagieren. Ich habe interessante Neuigkeiten. Hast du kurz... Nein, habe ich nicht. Ein kleines Stück Schrott für dich. Wenn du willst. Nee, ich will jetzt eigentlich nicht. Komm da von der Bar weg. Wie kriege ich den da weg? Soll ich ihn erschießen? Sonst läuft er immer rum und labert irgendwelchen. Das will ich mal kurz hier noch schnell. Meine Hilfsmittel. Hier noch mal. Wer hat diesen wertvollen Müll zurückgelassen? Sie etwa? Okay, das ist ja merkwürdig. Wieso soll ich die jetzt nicht löschen können? Ich meine, der Einzige, der interagiert, ist der Beckett, der ja dann auch verschwindet, sobald ich die Bar lösche. Also, das verstehe ich jetzt nicht. Probier's nochmal. Kann ich ihre Knochen verwerten, wenn sie sterben? Also, so, und jetzt sage ich hier... Verwerten. Nee, mindestens ein zugehöriger Gegenstand wird gerade verwendet. Ah, jetzt ist er, glaube ich, weg. Schrott. So. Verbündeter stalkender Präparator. Ja, das ist mir jetzt egal. Und jetzt baue ich, jetzt muss ich bloß vielleicht was verschieben. Bewegen. Und das hier bewegen. Ist ja auch so blöd, das. So, jetzt kann ich es hier rüber. Na. So weit weg von der Wand sein kann doch gar nicht sein, oder? Möchten Sie an meiner Metzeljagd teilnehmen? Heute sammeln wir instabile atomare Abfälle. So. Dann tun wir die noch bewegen. Noch ein Stückchen rüber. Und jetzt könnte ich hier die Konsole hoffentlich hinsetzen. Und zwar Verbündete. Okay, das ist die, oder? Jawohl. Und damit triggern wir nämlich dann die gute Kollegin hierher. Und die sollte nicht, die Frau, die vom Himmel fiel. Genau. Aber nicht wörtlich. Okay, dann gucken wir jetzt mal, wo ist er? Ich werde mich um sie kümmern. Okay. Das haben wir nicht trainiert. Das hätte nicht sein dürfen. Okay, jetzt gucken wir mal. Danke, dass ich ein bisschen hier bleiben darf. Ein Thema. Solange du nicht wieder Beckett die ganze Zeit dieselben Sätze von dir gibst und mir die Ohren abkaust. Ja, das dürfte passen. Danke fürs Einrichten der Konsole. Damit kann ich arbeiten. Diese Konsole sieht gut aus.
Allerdings etwas verrostet. Die Teile hast du bestimmt von einem Schrottplatz, oder? Komm, jetzt sei nicht so. Der Scanner verwendet ein Modell 38X2, das auf bestimmte Orte ausgelegt ist. Nicht schlecht, aber das würde ich gern verbessern. Im Jahr vor dem Start hat das Militär einige Scanner-Upgrades ausgerollt. Dadurch könnten wir Tempo und Genauigkeit unserer Scans verbessern. Ja. Kannst du ein Scanner-Upgrade-Modul dafür besorgen? Wahrscheinlich. Das würde uns helfen, schnell noch mehr zu finden. Wo kann ich ein Scanner-Upgrade finden? Ich glaube kaum, dass du einfach in einen Elektronikladen reinschauen kannst. Nein, kannst du nicht. Ich weiß noch, dass es sowas in militärischen Basen und Anlagen gab. Aber meine Informationen sind zugegebenermaßen veraltet. Ich übertrage die Koordinaten einer Militärbasis, weiß aber nichts über ihren Sicherheitsstatus. Es ist schwierig, irgendwas Bestimmtes zu erkennen. Ich finde es spannend, die war noch nicht mal an der Konsole. Okay. Sie hat ja gesagt, was ist denn so wichtig an dem Scanner-Modul? Hat sie gesagt, wir können genauer und detaillierter. Oh, ich frag sie mal. Das Upgrade-Modul dürfte die Reichweite des Scanners in unserer Konsole beträchtlich erhöhen. Dann kann ich einige der USSA-Daten aus der Konsole des Schiffs vergleichen, was beim Isolieren nützlicher Signale helfen dürfte. Ich finde ein Scanner-Upgrade-Modul für dich. Cool. In der Zwischenzeit repariere ich die Konsole. Wusstest du, dass immer noch die veraltete P14B-Konfiguration für die Energiekammer verwendet wird? Na klar. Ich weiß, dass ihr den Weltuntergang überlebt habt, aber das einfach so zu verwenden wäre, als ob man im Elend und der Postapokalypse leben würde. Ist auch so. Ich weiß, dass du schon viel für mich getan hast. Du hast mich aus dem Bunker hergeholt. Das bedeutet mir viel. Okay, ich kann immer noch nicht glauben, dass du eine Astronautin bist. Du hast das Wrack gesehen, oder? Keine Ahnung, wie ich es dir sonst beweisen soll. Für mich ist es genauso erstaunlich, dass du all das überlebt hast. Gut, dass es immer wieder Wunder gibt, oder? Alles in Ordnung, du hast eine Menge durchgemacht. Schwierige Sache. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist mehr, als ich je erwartet hätte. Das lag bei meinem Start nicht mal im Bereich des Möglichen. Aber es hätte schlimmer kommen können. Das darf ich nicht vergessen. Hast du alles, was du für die Konsole brauchst? Nein, ich brauche einen TF-85B-Adapter, um die Wiedergabe des Scanners zu verbessern. Aber die wurden ausgemustert, als ich vor Jahrzehnten gestartet bin. Jetzt muss ich mich halt adaptieren, sonst. Oder? Oder? Naja, wie auch immer. Nein, hab ich nicht, aber ich komme klar. Ich denke, ich kann mich da durchwurschteln. Ich komme später wieder. Alles klar, verstanden. Okay, also. Quest begonnen, Verbündeter, stalkender Präparator, finde und besorge einen nützlichen Gegenstand. Merkwürdig, aber... Quest begonnen, ein kleiner Schritt. Ich glaube, hier ist was durcheinander gekommen. Schauen wir mal, was wir an Quests haben. Nebenquests. Die Frau, die vom Himmel fiel. Das, die tun wir mal raus, damit es nicht verwirrt. Ein kleiner Schritt. Das ist das hier. Täglich. Sammeln und lagern. Sonstiges. Nö, das. Ne, ich glaube, das passt. So, jetzt gucken wir mal nochmal hier. C, wo müssen wir hin? Oh, wir müssen wieder zum Nationalen Astronomie-Funkforschungszentrum. Das ist in dem... Was ist denn das hier? Was war denn das hier für eine Quest? Ach,
das ist von der Dings, genau. Ne, die machen wir jetzt nicht weiter. Machen wir zuerst mal das Dringende vor dem Wichtigen. Ich jumpe, das ist glaube ich gerade egal. Wild Resort. Zuflucht, ich hole euch ab, wenn ich dann vor Ort bin, ja? Bis gleich. Ja. Da waren wir doch letztens erst, oder? Oh, hallo, zäh. Letztens erst, wenn ich das gewusst hätte, dass ich so schnell wieder hierher komme, dann hätte ich das Ding noch nicht durchforstet. Es ist doch das, wo ich da auf dieses komische interne Memo gestoßen bin, wo der eine sagt, ah, hier geht doch was Komisches von sich. Und ganz zum Schluss war er dann auch, hat gekündigt und ist dann auch zu seiner Familie aufs Land gezogen. Irgendwie sowas war doch da. Aber nichtsdestotrotz machen wir kurz einen Check hier. Ich höre schon wieder einen. Oh, halt. Ich muss natürlich das Dringende vor dem Licht. Ich habe mich noch nicht gebufft. Also, 1, 2, 3, 7, 8, 9 und den hier. Aha. Gebufft bis unter die Haarspitzen. Und da schleicht einer rum. Ich höre dich. Haben wir hier was zum Zulegen gefunden? Ich meine ja. Gleich vorbei. Ups. Oh. Das haben wir schon. Nichts. Okay. Da haben wir den Scanner-Upgrade. Und ein Bauplan. Und lose Federungen. Da liegt wer drinne. Den habe ich schon. Ja, siehst du. Ah, Granatwerfer zerlegen, zerlegen. Oh, ist das richtig was? Ah, ist ein Injektor, keine Impro, genau. So. Hm. Auch hier kann ich jetzt kurz leer machen. Oh, Haarklammer. Weil ich ja gleich zerlegen kann. Leichter Roboter-Torso. Nehmen wir und diese Schrauben. Da ist nichts, dann geht's weiter.
für da jemand? Interessant. Da ging es doch nirgendwo lang, oder? Okay, ich muss doch auf die Birne zielen, sonst wird es nix. Die sind relativ zäh. Aber wir haben das ja hier schon durch. Ich würde auch da nicht nochmal. Hier die große Runde machen. Storytechnisch habe ich das Zeug ja schon gelesen, was interessant ist. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir raus. Verlassen wir diesen ungastlichen Ort. Und gucken, dass wir die Geschichte weiter gespannt kriegen. Zumindest ist immer gut. Haarbürste ist Plastik. Waren uns aber einen Ladeschirm. Ich beam mich jetzt direkt zurück. Da sind wir. Wir müssen hier dringend sauber machen. Ja, das kannst du gerne tun. Aber nicht jetzt und nicht hier. Was? Mal kurz. Gebrauchtes Klopapier wegzuwerfen. Dann hier das hier. Und dann das hier. Das kann ich auch einlagern. Okay, also wo ist sie? Wo ist sie? Da. Danke, ist sie. Dass ich ein bisschen hier bleiben darf. Ja, keine Frage. Ich habe oh, was für dich. Schau dir mal das schicke Ding an. Genau. Nicht eine Beule zu sehen. Da muss ich ein bisschen löten, um es in die alte Konsole einzupassen, aber das schaffe ich. In der Zwischenzeit habe ich eine Kiste mit Notvorräten gefunden, die sich wohl gelöst hat, als das Schiff auseinandergebrochen ist. Ist vielleicht nur eine Kiste mit Astronautennahrung, aber vielleicht enthält sie auch Notfallcodes für die Satelliten. Das könnte sogar meine Kiste mit den unaufhaltsamen Comics sein, die ich dummerweise mit ins All genommen hatte. Hey, ich dachte, ich hätte Zeit. Du hast Comics mit ins Weltall genommen? Ich durfte eine Kiste mit persönlichen Gegenständen mitnehmen. Wir sollten ja nicht ständig im Tiefschlaf sein. Konntest du irgendwelche Daten des Flugschreibers auslesen? Ja. Aber ich weiß nicht, wie genau die Daten sind oder ob irgendwas sich daran zu schaffen gemacht hat. Schwer zu sagen, bevor ich das Upgrade-Modul einbaue. Ich suche nach der Kiste. Da sind hoffentlich nicht nur Comics drin. Sicher nicht. Dürften alle beim Wiedereintritt verbrannt sein. Ich hatte eine komplette Sammlung. Wahrscheinlich ist es Astronautennahrung oder sonst was, von dem die USSA dachte, dass ich es brauchen könnte. Fühlst du dich seit dem Absturz besser? Die Kopfschmerzen nach dem Tiefschlaf sind schlimmer, als sie sein sollten. Ich weiß nicht. Zwischendurch habe ich stechende Schmerzen, die nach einer Weile abklingen. Klar, aber sie treten immer noch auf. Was hältst du von der Konsole? Ich weiß, das klingt komisch, aber für mich hat sich nicht viel verändert. Seit meiner Zeit wurden wohl nicht viele neue Konsolen erfunden.
Das Scanner-Upgrade hat geholfen, die Verschlechterung der letzten Jahre zu kompensieren. Ich versuche sie auch für andere Sachen zu modifizieren. Vielleicht kann ich den Scanner hacken und für ein Holoband-Spiel nutzen. Oh, das wäre gut. Genau, Videospiel im Videospiel. Seitdem du im Weltall warst, hat sich eine Menge verändert, oder? Naja. Es ist schwierig. Anders kann ich es nicht sagen. Weißt du, was ich dachte, was nach der Landung passiert? Ich dachte, es würde eine Parade geben. Ich dachte, vielleicht würde auch eine Gedenktafel aufgehängt. Auf keinen Fall dachte ich, die Welt wäre den Bach runtergegangen. Weißt du? Ich komme später wieder. Bestätige. Ende. Okay, jetzt brauchen wir Notfallprotokolle. Auch da kurzer Blick. Wo finden wir die? Okay, mitten in der Pampa, mehr oder weniger. Wo haben wir dann Schnellreisepunkt, der sinnvoll ist? Da waren wir, aber ist noch nicht freigeschaltet, da hier oben, okay. Dann könnten wir ja das Dringende mit dem Wichtigen verbinden. Wir beamen uns nach Craften. Gehen hier hoch, ich setze mal schon mal einen Marker, schalten hier das Ding frei und gehen dann hier rüber. Ich würde euch holen, wenn ich einen Craft, habe ich da irgendwo einen Schnellreisepunkt, der näher ist, ja. Ich reise zuerst zum Vault 76, ich geize wieder und dann rüber nach Ding. Ich hole euch, sobald ich in Craften oben bin, ja? Bis gleich. So, mal kurz. Ich habe noch ein bisschen Zeug zum Verkaufen. Ja. Ich bin super gespannt, was mit dem neuen legendären Zerlegesystem hier da auf uns zukommt. Können Sie Ihre Vorräte auffüllen, Bürger? Das lagere ich ein, das kaufe ich. Das war jetzt auch nicht kochen. Die lagere ich ein. Da war so irgendwo eine Kiste. Kiste. Ist mit X. Okay. Dann mal Richtung. Oh, Querfeld ein. Das heißt, irgendwo da über dem. Was eine gute Idee. Ja, sei es drum. Kleinen Ausflug. Ich muss da irgendwie da drüben komme ich rüber. Irgendwie, dass ich in die Giftbrühe reinlatschen muss. Dann gucken wir mal. Ah ne, ich glaube, dann will ich jetzt lieber die hier sicher ist sicher. Muss ich schnell viel schießen. Diese Bloater. Gestern mit meinem anderen Charakter, der ist natürlich viel höherleveliger, aber unabhängig davon, auf eine legendäre Brandbestie gestoßen. Legendär nur mit einem Stern. Und ich hätte sie wahrscheinlich irgendwann mal in 5 Jahren down gekriegt. Aber die stecken schon ganz anders ein. Meine Fresse, also kaum Schaden gemacht, egal mit welcher Waffe. Also das war wirklich ganz übel. Oh, da seht ihr, deswegen ab und zu mal Querfeld ein. Da ist was, was ich noch nicht entdeckt hatte. Da ist auch was. Ganz kleinen Augenblick. Ich glaube, ich mache einen kleinen Ausflug nach rechts hier, um das Ding aufzudecken, was immer da auch ist. Oh, da haben wir was. Aber das kommt mir bekannt vor. Irgendwo ist noch einer, oder? Ein netter Spot mit Hunden. Es gibt ja immer wieder mal diese Aufgabe, dass man
diese Hundeviecher killen muss. Bin ich denn hier? Okay, das muss ich mir. Ich werde es mir wahrscheinlich eh nicht merken, aber ich versuche mir es zu merken. Wieso war da noch. Ist egal, ist egal. Das kann man mitnehmen. Oh, da haben wir es, da haben wir es. Jukebox. Oh, da ist eine Menge Hundchen hier. Okay. Böse Hundchen. Also, und ein Stimpack. Eine Jukebox. Okay, jetzt, wo wollte ich hin? Da wollte ich runter. Dann geht es darüber, okay. Und dann dahin. Okay, alles klar. Was ich schade finde in dieser Animation, ist die Knarre immer oben. Sie wird nicht runtergetan. Wenn ich in der Animation bin, nimmt sie die Waffe irgendwann mal runter, oder? Entspannt sie sich. Ja, jetzt. Wenn ich jetzt aber... Hier hat sie sie wieder oben. Das ist ein bisschen schade. Ich würde mir das auch in der anderen Ansicht wünschen, weil es irgendwie entspannter aussieht. So, jetzt gucken wir erstmal hier durchs Fernglas. Was haben wir hier? Auf Anhieb sehe ich nichts. Ich trigger auch nichts. Machen wir das hier rein. Ich muss unbedingt gucken, dass ich für die Knarre, für den Unterhebel-Repetierer ein besseres Fern... als Scharfschützen-Dings-Gedöns finde. Okay, haben wir es freigeschaltet. Gibt es irgendwas zu entdecken? Nicht so vorschnell. Du gehörst nicht zu uns. Ja. Du bist kein Raider. Nein, du kannst auch froh sein, dass ich momentan mit euch neutral bin. Sonst hätte ich dich in die Birne geschossen. Oh, die Dinger erschrecken mich immer so. Okay. Ja. Nee. Nichts, nur Coca-Cola-Flasche hier. Muni, kommt Muni? Ja. Das ist eine leere Flasche. Schickt am Terminal des Wood-Anwesens. Kurz mal reingucken. Eigentum von Arthur Wood. Achtung, Befunde sind persönlich. Genau, das ist mir ganz wichtig. Molly. Arthur, Liebling, ich bin aufgeregt darüber, dass wir bald Eltern werden. Oh je, Eltern werden. Aber ich habe etwas Angst. Ich bin so froh, dass du zugestimmt hast, Otis bei dir im Werk arbeiten zu lassen. Ich weiß, du findest ihn anstrengend, aber er ist nun mal mein einziger Bruder und ich liebe ihn. Ich habe ihm eine kleine Dummheit erlaubt und etwas sehr Teures für das Baby bestellt. Ich hoffe, es macht dir nichts aus. Oh Gott. Lager Tomahawk. Vielen, sehr geehrter Herr Wood, vielen Dank, dass Sie uns die Chance geben, Ihren Sohn Freddy zu einem Pfadfinder-Pionier zu machen. Wir freuen uns sehr, dass er unsere Sommerlage besuchen wird, denn wir haben viele gesunde Aktivitäten geplant, die ihm viel neue Erfahrungen bescheren werden. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie irgendwelche Fragen oder Sorgen haben. Pionierführer James R. Johnson. Nanny Annie. Mr. Wood, vielen Dank für Ihren kürzlichen Auftrag. Anfrage bezüglich der Verbesserung für Ihr Modell Miss Nanny. Ich habe Ihnen per Post einen Katalog zustellen lassen, der uns neuesten Innovationen enthält. Bitte wenden Sie sich an mich, wenn Sie weitere Fragen haben. Ah, hochachtungsvoll, Jerry. Jeff Perry, Verkaufsleiter, bla bla bla. Vault-Tec, Projekt Unterschlupf. Zu Ihren Fragen. Ja, es ist Platz für Sie und Ihren Sohn. Ja, Ihre Kriegsanstrengungen werden in höchstem Maße geschätzt.
Mr. Wood, okay. Ja, sie können einrichten, dass ihr Sohn an einem sicheren Ort gebracht wird, sobald sie im Falle eines Kriegsausbruchs getrennt werden, was sehr wahrscheinlich ist. Wenn es sich an einem der folgenden Orte befindet, können wir helfen. Sein Haus, seine Schule. Nein, seine Nanny wird ihn nicht begleiten können. Okay, von der Mutter war aber dann gar keine Frage. Ja. Unternehmensangelegenheiten, Sicherheitsdaten. Leider gibt es im Vergleich zum vorherigen Quartal einen drastischen Anstieg an Vorkommnissen, welche die Arbeitssicherheit betreffen. Sollte der Aufsichtsrat das zu sehen bekommen, wird keinen guten Eindruck machen. Selbst als bevorzugter Partner der Regierung würde Crafton Steel einige Kritik einfallen. Okay, Arbeitsmoral. Die Moral der Arbeit ist im Keller. Ich habe etwas herumgefragt und es scheint, dass Otis Pike schlecht über die Firma redet. Wenn sie nichts dagegen haben, werde ich anordnen, seine Aktivitäten genauer zu überwachen. Kündigung. Ich habe einen betreffenden Mitarbeiter gekündigt und seine kommunistische Überzeugung an die Regierung gemeldet. Entsprechend der zu Kriegszeiten gültigen Arbeitsrecht könnte er als Verräter gehängt werden, wenn sie die Sache weiter verfolgen möchten. Wie wollen sie vorgehen? Unsere Produktion ist drastisch gesunken. Ich vermute, dass die Arbeiter automatisierte Hilfen gezielt sabotieren. Ich fürchte, dass sie in diesen turbulenten Zeiten vielleicht nicht die beste Wahl sind. Können Sie herausfinden, ob die Einberufung uns weiterhelfen könnte? Während wir auf die Lieferung neuer automatisierter Arbeiter warten wahrscheinlich. Okay. Ja genau, einfach mal uns anlesen. Eigentum. Ah, offline. Okay, da kann man nichts machen. Alles klar. Aus Licht aus, es geht weiter. Dann habe ich gesagt, geht's darüber zu meinem Marker. Da gibt es wieder eine Werkstatt, die man erobern kann. Ja, ich glaube, die ist schon in Wartung. Hier steht schon Zeug rum. Aber die ist nicht markiert als doch der Arzt. Alles klar, alles gut. Ich wollte bloß hier gucken, ob alles in Ordnung ist. Aber es ist natürlich noch besser, wenn derjenige hier nur Zeug aufstellt, dann kann man das natürlich auch nutzen. Komm ich irgendwo da raus? Alter, wo komme ich drüber? Ne? Dann haben wir hier Hemlock Holes. Ja, ich glaube, hier kann man auch Dailies machen hier beim Koch. Heute ist oder ein so. Herrlicher Tag, ja. Zum Grillen. Hier rein. Ein Golftee. Klamotten vielleicht, weil Klamotten sind immer gut. Klamotten sind gut zu verkaufen. Na komm, das Kleinvieh, aber die sind leicht. Und Haarklammern. Da
sind Klamotten, siehst du. Ach, ein Golfschläger heute habe ich. Egal. Dann könnte ich die Golfbälle wegnehmen. Nichts. Und ein Rezept kennen wir schon, schade. Ich bin immer am überlegen, es gibt ja noch ein paar bessere Rezepte wie meine einfachen Suppen oder so, aber lohnt sich wirklich dann der Aufwand, sich das Zeug zusammenzusuchen, um dann das bessere Buffmeat zu kochen für, sag ich mal, jetzt wirklich den normalen Questalltag, oder ist es dann eher was, wenn man sowas macht, dass man dann, jetzt geht's in die Richtung weiter, dass man dann das, sag ich mal, spürbar bessere Buffmeat dann nur bei Bosskämpfen oder so verwendet. Einen Biber wollen wir nicht erschießen. Da steht schon wieder ein Raider rum. Ich sehe, was du in Crater treibst. Ich behalte dich im Auge. Jo, beruhig dich. Oh, Mützen. Ich glaube, ist es die Woche? Lass mich mal ganz kurz gucken. M. Wöchentlich. Nee, hat sich schon erledigt. Hat sich schon Wen erledigt. Haben wir denn hier? Max kleinen Lieblingshalunken. Okay. Alles klar. Nee, das brauche ich auch nicht mehr. Das war, sagt's, Kopfbedeckungen zerlegen, aber das war natürlich, okay, alles klar, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Dann stellt man die einfachste Stoffkopfbedeckung selber her und zerlegt sie anschließend. Also manche sind sehr, sehr einfach zu lösen, wenn man erstmal sozusagen den Dreh raus hat. Was war letztens? Ach, irgendwas, irgendwelchen Schrott herstellen. Gewinnen beim Zerlegen. Da stellst du Großmengen her und dann zerlegst du die anschließend wieder. Okay, das heißt, ich muss da rein. Gehen wir mal da vorne lang. Ich will da hoch, will von oben ran. Und da gehen wir zuerst mal auf die hier. Vielleicht können wir ein paar wegsnipen. Wieso geht der immer aus dem VAT raus, also aus dem Wetz raus? Machen wir es halt so. Da unten ist noch einer.
noch einen und weg ist er. Ah, nee. Da war ich ein bisschen gierig jetzt. Ah, jetzt komm. Jetzt ist er. Oh. Jetzt ist er down. So, dann habe ich da unten noch welche, oder? Von wegen krieg ich doch. Und ins Bein nachladen. Der ist weg. Und der ist auch Geschichte. Sehr gut. Jetzt kann ich wohl was trinken. Ich glaube, ich muss nämlich meine... Genau. Die Suppen laufen ab. Das Weichschalenfleisch läuft ab. Der Rest ist... Essen und Trinken. Das muss ich. Das brauche ich nicht. Das. So, ich gehe mal kurz auf Loot-Tour. Die hier rein, für den Fall, dass ich irgendeine übersehen habe. Das war mal der. Dann haben wir da drüben irgendwo welche gehabt. Da oben ist die Truhe. Sehr schön. Den, nahe Leichen, ist gut. Ich glaube, ich gehe hier oben rein. Mach dich auf das Urteil gefasst! Nö, du musst doch nichts machen. Irgendwo haben wir noch jemanden. Okay, der ist auch down. Okay, gucken wir mal. Ich hole mir zuerst mal das Zeug hier. Notfallsprotokolle, okay. Okay, das heißt, wir wären theoretisch hier fertig. Jetzt können wir uns auch hier noch kurz umgucken. Und führt uns durch die Finsternis zum göttlichen Licht. Okay, da kann ich schon mal zerlegen, das ist gut. Ah, verkaufen, zerlegen. Ah, bis ich auch verkaufen kann. Seinen flatternden Flügeln und werde nicht fürchten die finstere Nacht. Okay, ein bisschen Luft haben wir ja noch. Von daher können wir uns hier mal umgucken. Und heiliger Mottenmann, behüte uns. Gelb bedeckte den Himmel. Gift lag in der Luft.
Schließ die Augen und atme tief ein. Gewährt ihm Einblick in eure Seele. Verlangen. Ich weiß, es ist verboten. Er versprach, alles vorzuspüren. Er versprach, zurückzukehren. Nimm mich. Ich bin dein. Okay. Ja, kann man so sehen. Weiser und heiliger Mottenmann, behüte uns in diesen schweren Zeiten. Wo sind die? Ah, da. Den habe ich mal erledigt. Und es muss noch jemand da sein. Ah, da. Okay, das war's, glaube ich. Kann man in Ruhe runtergehen und einfach ein Licht anmachen. Oder noch Eier. Das können wir nochmal kurz zerlegen. Ja, das hier gibt es jede Menge von diesen Kristalldekantern. Und es gibt auch eine Tagesaufgabe oder Wochenaufgabe, dann von denen X, also Kristall herzustellen, also beim Verschrotten. Und da ist hier ein guter Platz. Wenn hier niemand vorher beim Looten war, dann habt ihr mehr als genug hier. Oh, Teddybären nur mit. Teddybären lassen wir nicht da. Jede Menge Mützen hier. Ah, da ist nochmal ein Band. Kapitel 7. Das Anfertigen der Puppe. Sammelt in einer Neumondnacht 10 bis 20 Bündel Äste. Bindet sie fest mit den Gedärmen des Opfertiers zusammen. Reinigt und segnet eure Werkzeuge mit Räucherwerk. Formt nun eure Puppe aus den Astbündeln und verwendet Stroh oder Zwirn, um diese zu fixieren. Befestigt in der Mitte der Puppe einen Stock aus Eichenholz. Hämmert den Stock fest in die Erde und schichtet um ihn herum weitere Äste, Baumstämme und Holzspäne. Weihet eure Ritualklinge mit heiligem Öl aus den Eiern des Hellen und segnet damit eure Puppe. Nun könnt ihr diese in eurem Zirkel verwenden. Das ist ja gut, oder? Okay, jetzt machen wir Folgendes. Ich gehe natürlich jetzt zurück. Aber ich würde mich jetzt initial erstmal hierhin beamen und Zeug verkaufen. Und ich hole euch dazu, wenn ich wieder in meinem Lager bin. Bis gleich. Wir sind zurück. Was treibt Menschen dazu, Gebrauchtes? Oh hey, schön dich wiederzusehen. In dem Handbuch stehen nicht mehr Kontaktinformationen für den Notfall. Sie haben nie erwartet, dass es verwendet wird. Tja, das schaffen wir selbst, oder? Höchste Zeit, den verbesserten Scanner zu testen. Ich habe eine alte USSA-Barke mit an. Das heißt, es ist nicht von jemandem aus meinem Schiff oder meiner Crew. Interessanterweise dürfte die Barke seit Jahren keine Energie mehr haben. Aber sie ist noch aktiv. Wenn du die Barke nimmst, wird die Person, die sie überwacht, nach uns suchen. Lassen wir uns finden. Okay. Also, sende die Barke irgendwelche Signale? Ich bin mir nicht sicher, aber ich weiß, dass der Autopilot meines Schiffs uns nicht ohne Grund nach Appalachia gebracht hat. Vielleicht wegen dieser Barke. Ist an dieser Barke irgendetwas ungewöhnlich? Es hat fast die volle Energie. Das kann nur bedeuten, dass jemand immer noch regelmäßig die Energiezellen ersetzt.
Ich bringe die Bark zurück. In der Zwischenzeit vergleiche ich Daten aus dem Flugschreiber mit den Scannerwerten. Ich muss meine Crew finden. Und ich glaube, ich bin nah dran. Und denk dran, wenn du die Bark nimmst. Egal, was du tust, drücke keine roten Tasten, verschluck sie nicht und verkauf sie nicht an Kommunisten. Okay, das kann man auch machen. Muss ein schwerer Schock für dich sein. Die Welt, meine ich. Ich hab so viele Fragen. Wie? Warum? Ich hab mich von allen verabschiedet und weiß erst jetzt, es war für immer. Ich glaube, dank vereinzelter Übertragungen verstehe ich es jetzt. Einigermaßen. Ich schätze, es war ein Krieg. Und irgendwie ist dies die Welt, die überlebt hat. Ich kann das alles gerade gar nicht in Worte fassen. Meine Erinnerungen an alles aus der Zeit davor sind noch so frisch und neu. Ich war gerade erst da. Kann ich dir irgendetwas bringen, damit du dich mehr wie zu Hause fühlst? Das ist unerwartet aufmerksam von dir. Ich dachte gerade an ein Holoband-Spiel von früher, aber die laufen auf dieser Konsole nicht. Aber vielleicht könnte ich sie anpassen. Sagst du Bescheid, wenn du was findest? Ja, klar doch. Dürfte ich fragen, was diese Tiefschlafmission war? Klar, natürlich. Aber das ist jetzt wohl alles Geschichte. Tja, mit mir waren wir 4 Leute, alles Wissenschaftler und Ingenieure. Der Plan war, die Tiefschlafkapseln zu nutzen, um biologische Reaktionen aufzuzeichnen. Wir wollten wissen, ob es medizinische Anwendungen gibt. Wir hatten es bereits mit Freiwilligen auf der Erde ausprobiert, aber nicht im All. So kompliziert war das nicht. Ich hatte das Gefühl, wir hätten die Ressourcen für ein viel komplexeres Experiment. Aber sie wollten es wohl langsam angehen. Stimpak geben, vielleicht hilft diese Stimpak gegen deine Kopfschmerzen. Ich glaube, es hilft gegen die Nebenwirkungen, aber nicht gegen die Ausbrüche. Trotzdem, danke. Das lässt mich besser schlafen. Vor dem Start war ich ziemlich aufgeregt. Ich konnte schlecht schlafen, also hörte ich mir Meeresgeräusche an. Walgesänge. Da war ich immer sofort weg. Oh, hat das Stimpak gegen die Kopfschmerzen geholfen? Der Hilfekasten bringt was. Nicht viel, aber ein bisschen. Danke der Nachfrage. Okay, ich komme später wieder. Verstanden. Pass da draußen auf dich auf. So, mal wieder Zeit für ein Foto. Nein, das war falsch. Wie kann ich ihn... ist gleich besser, oder? Also, dann machen wir uns erstmal das hier wieder an. Dann machen wir das und das. Ja, das ist doof. Ich will eigentlich die Commander. Gönn ich was. Hinter jeder Ecke warten stinkende Schelte. Fotomodus. Na, so ist besser, oder? Ja. Dann würde ich für... Nein, nicht weglaufen. Nein, nein, nein. Danke, dass ich ein bisschen hier bleiben darf. So. Ah, jetzt läuft sie weg. Okay, also dann mache ich jetzt Abmoderation. Ich warte, bis die Gute wieder mir ins Bild klopft, damit ich ein Foto machen kann. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, weil es nicht super actionreich, aber ich krieg wieder... ein bisschen auch Hintergrundstory mit über die Geschichte von der
Commanderin Daguerre. Und von daher passt es ganz gut so an dieser Stelle auch, bevor es dann mit der Enklave vielleicht weitergeht oder Hauptgeschichte, ich weiß noch nicht genau. Oder eben der Vault, aber da muss ich mal schauen, da brauche ich ein bisschen auf jeden Fall Ruhe. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben würde mich freuen, Kommentare würden mich freuen und Abo würde mich freuen natürlich. Vielen Dank, wenn ihr schon abonniert habt. Und ansonsten wäre es toll, wenn ihr in der nächsten Episode wieder mit dabei seid, hier bei Fallout 76. Wenn ich Appalachia unsicher mache, wieder im Auftrag eines Gefährten, diesmal einer Astronautin. Öfters mal was Neues, oder? Bis dahin, macht's gut, tschüss zusammen, passt auf euch auf und ihr wisst ja, ne? Immer schön gesund bleiben. Bye, bye. Ich hoffe, dieses Scanner-Modul macht, was es soll.